Kriegen wir die Metallstange. Mit der Metallstange wissen wir natürlich auch schon, was wir zu tun haben. Und zwar hier reinsetzen. Zack. Und wir bekommen das Tee. Oh ja, das Tee. Tee wie Trottel oder keine Ahnung, wie auch immer. Dann machen wir Capital. Warum das leuchten muss, verstehe ich nicht. Ah. Jetzt kriegen wir natürlich den Torschlüssel. Mit dem Torschlüssel kann man dann das Tor aufmachen. Ui! Nein! Forget about any negotiating. She ain't yours. You made it pretty clear you ain't letting up here anytime soon. So I'm afraid we're gonna have to resort to it. Well, more persuasive measures. You upset me now. No more chances. This ends right here, right now. Oh. Werden wir jetzt zum Mörder? Hallo? You're smarter than you look, but I don't think you got it in you. I got bigger things to do with right now. Watch your back. Na, servus. Oh, da ist Theresa. Sie ist hier. Hallo, ich komme. Wie, ist die Frage. Erinnert mich an meine Uni-Zeit und gleich mal eine Dreier. Ein Dreier? Dreckser. Die Glühbirne ist durchgebrannt. Ich kann überhaupt nichts sehen. Verzweiflung. Ich glaube, ich kriege einen Schnupfen. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Ja, da kann ich rüber noch. Trinkt das Wasser nicht. Sieht wie eine Warnung eines paranoiden Mitbürgers aus. Ich kann es nicht. Ich kann es Ihnen nicht verübeln. Hallo? Lesen. Tschö. Das ist Theresa. Nein, der Mann mit der Maske behauptet, Theresa sei noch am Leben und er ist definitiv hinter ihr her. Was hat er mit ihr vor? Ich glaube, ich komme der Sache näher. Na, vielleicht Videos auf YouTube machen. Oder YouPorn? Ich habe keine Ahnung. Das ist Theresa. Sie scheint im Wohnhaus ihrer Tante Jane Zuflucht gefunden zu haben. Die Treppe ist vollkommen versperrt. Ich muss vom Erdgeschoss aus einen anderen Weg hineinfinden. Die Presse hat die Gefahr des Virus bis kurz vor Beginn der Evakuierung hinuntergespielt, um eine Massenhysterie zu vermeiden. Die Wände der Stadt wurden mit Warnungen überzogen, trinkt das Wasser nicht, sowie Beschuldigungen an die Morrises scheinen die Hauptthemen zu sein. Hauptthema Nummer 1 bin ich. In der Kiste ist etwas, ich muss dies herunterholen. Darmbrust? Tatsache. Hui. Ich brauche eine sechsstellige Nummer, um hineinzukommen. Vielleicht hat sie jemand irgendwo aufgeschrieben. Ja. Verschlossen. Armbrust? Nein. Entschuldigung. Na? Hä? Also, jetzt geht's aber rund. Ah, Entschuldigung. So, was haben wir da? Etwas fehlt. Na, lass mich doch raten, da fehlt bestimmt ein Hai. So, okay. Ja, viel habe ich da jetzt aber auch nicht machen können. Verschlossen, nix da und da nix und dann Koffer. Ohne Ziffern, wohlgemerkt. Oh, eine Saugglocke. Ein Buntglas, noch einmal ein Buntglas, okay. Das Buntglas wird wahrscheinlich hier reinkören. Aber wir sehen ja nichts. Wir sind ja blind. Ich weiß ja, dass das Buntglas dort reingehört, aber wir sehen nichts. So, jetzt eine Saugglocke. Ich habe keine Ahnung, die Saugglocke. Saugglocke. Was kann ich mit der. Ah, kann ich mit der Saugglocke vielleicht das machen? Ne, Darmbrust habe ich auch schon versucht.
Was kann ich mit einer Saugglocke noch alles tun? Ich meine, außer unanständige Dinge. Auf diesem Gullideckel fehlen ein paar Kacheln. Ruf den Zimmermeister. Der kachelt dir bestimmt Kacheln hin. So, verschlossen. Ist leider noch immer verschlossen. Das heißt, ich kann da nichts machen mit der Saugglocke. Ach Gottchen, Saugglocke. Wo ist denn der Sand da verschwunden? Naja, wurscht. Kann ich da vielleicht mit der Saugglocke irgendwas machen? Nö, okay. Da fehlt übrigens noch immer eine Ziffer. Die Zahl 7 fehlt noch. Jo. 7. Da kann ich eigentlich nichts mehr tun, oder? Da habe ich doch schon alles getan. Oder irre ich mich da? Kann ich ihm vielleicht das Hirn raussaugen mit der Saugglocke? Nö, okay. Da kann ich aber nichts mehr tun. Außer zurückgehen. Da rein kann ich auch nochmal kurz. Aber ich denke mir, du bist hier. Das ist schön. Aber das Problem ist insofern, dass ich eine Saugglocke habe. Das sah nicht, das, ja, das kennen wir schon. Das war der Obdachlose da. Also wenn der Schnupfen nicht gleich aufhört, muss ich kurz einmal mein Mikrofon stumm schalten und aber mich schneuzen. So, Saugglocke, kann ich Saugglocke? Nö, Saugglocke kann ich da nicht verwenden. Sehr appetitlich, ich weiß. Ja. So, da kann ich aber nichts mehr tun. Ich will jetzt keinen Tipp verwenden, weil eigentlich sollten wir eigentlich drauf kommen, wo, was, wann, wie. Nur ich komme mal dorthin, da komme ich nirgendwo mehr hin, da ist der Automat. In den Laden komme ich natürlich auch nicht mehr hin. Moment einmal, kann ich vielleicht einmal, warte mal, jetzt gehen wir mal zu den brennenden Autos. Saugglocke? Nö. Wäre so schön, um wahr zu sein. Ach Gottchen. Es regnet eh. Das Feuer wird durch den Regen bestimmt irgendwann einmal gelöscht, wenn wir uns lange, lange, lange Zeit lassen. Okay, aber ich habe da nichts, dass ich jetzt sage. Okay, ich tue jetzt mit der Saugglocke den Stein raus. So, das geht auch nicht. Huch! Jo, da war ich mal kurz aus dem Bildschirm draußen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Was jetzt? Das kennen wir ja schon. Ja. Strange. Strange, warum ich das jetzt nochmal kriege. Saugglocke? Nee. Eie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 
das Ding, was ich hier geschaut habe, festgefroren. Ich muss das Eis irgendwie schmelzen. Ja, dann spuck doch drauf und das, ja, genau. Oder wichs drauf, oder ich habe keine Ahnung. Ja, wie ihr sehen könnt, ich werde ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, anders mit den Let's Plays. Nicht so lieb mehr. So, was haben wir? Wir haben einen Basketball. Jawohl, da ist ja das was gewesen mit dem Dreier. So, und Ritter. Bing. Hä? Mal eine blöde Frage, aber... Ah, der ist da reingeflogen. Haha, geil. So, wir haben eine Glühbirne und die Zahl 7. Das ist gut, das ist sehr gut. So, die Glühbirne haben wir hier. Die Glühbirne schrauben wir gleich rein. Dann machen wir gleich Licht. Ist das 23, 6? 23, 6, 9, 2, 7. Nein, das werde ich mir nie merken. Hallo? Denke ich mal, ja. 23, 9, also 23 bin ich vor 3 Jahren gewesen. 69er, Stellung ist leicht. 26 bin ich. So. Müssten wir eigentlich wissen, den Code, ne? Das müssten wir nur wissen, da. So, 23 war ich vor 3 Jahren. Die 69er Stellung ist eine super Stellung. Eps. Und 26 bin ich momentan. Nur bitte. Haben wir sich gut gemerkt, die Eselsbrücke, ne? Dann muss ich wieder zurückgehen. Dann muss ich wieder da zur Türe gehen. Und dann setze ich noch ein Buntglas ein. Und wir sind drinnen. Ist das... Was? Okay, wir haben hier Jane Morrissey, Theresas Tante auf den Handyvideos. Sie arbeitete für die Verkehrsbehörde. Vielleicht liegt hier irgendwo ein Schlüssel für das Auto draußen. Es kann schon sein, gut möglich. Mal gucken. Ah, da ist eine Münze. Die nehmen wir natürlich mit. Na, nicht rausgehen. Das Auto versperrt den Zugang zu den anderen Apartmentblock. Die Tür, sie ist verschlossen. Na gut, da brauchen wir den Schlüssel dann. Jetzt gehen wir mal daher. Psst, ganz leise. Spiegelscherbe. An der Kette dieser Puppe fehlt etwas. Dafür habe ich eine Münze. Und ein Autofoto. Ja, da fehlt was. Keine Ahnung, was da fehlt. Ich gehe jetzt einmal leise wieder runter, weil da oben ist jemand. Und gibt das Autofoto hierher. Da haben wir noch eine Spiegelscherbe, das ist gut. Aber da haben wir noch ein Autofoto. Dieses kaputte Rohr scheint von oben zu kommen. Nein, no, na, von unten wird es kommen. So, da haben wir noch ein Autofoto, das gehen wir daher. Dann gehen wir mal zuerst nach links, bevor wir raufgehen. Ein Wimmelbild. Juhu. Ich finde diese Art von Wimmelbilder eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Die Uhr geht nicht richtig. Ein Blumensamen vielleicht. Eine Teetasse. Okay. In diesem alten Blumentopf ist etwas vergraben. Ne. Was ist das? Eiswürfel. Okay, warte mal. Liste. Teetassen. 3 Teetassen brauchen wir noch. Einmal. Zweimal. Dann brauchen wir noch eine Teetasse. Die ist irgendwo versteckt anscheinend. Die Mikrowelle könnte nützlich sein, wenn ich die fehlende Taste finde. Nein, nicht rausgehen. Reingehen. Rein. Uhu. Okay. Aha. Dartpfeil. Dartpfeil ist hier. Objekte. Dartpfeil. Witz. 2,15.
Hat doch irgendwas mit der Mikrowelle zu tun wahrscheinlich, ne? Oder mit dem Schloss. Na, definitiv. So, Liste, was haben wir denn hier? Okay, das ist eigentlich jetzt nicht gut. Die Uhr geht nicht richtig. Wo ist dies? Eine Batterie. Batterie für die Taschenlampe. Taschenlampe für... In diesem alten Blumentopf ist etwas vergraben. Mal eine blöde Frage. Wo zum Teufel kriege ich Wasser her? Ach so, natürlich. Mikrowelle. Klar. Die Eiswürfel da rein in die Mikrowelle. Mikrowelle macht Wasser. Wasser in die Tasse. Tasse da rein. Fertig aus. Fertig aus, Timos. Okay, aber... die Frage ist jetzt dann nur, was ich mit der Taschenlampe mache. Ich habe keine Ahnung. Ich will keinen Tipp, ich will keinen Tipp verwenden. Ich will das selbstständig herausfinden. Liste. Ich habe nur mal die Sachen hier und die sind irgendwie verdingsbumst. Verschleiert. Und ich habe keinen Plan. Ich habe wirklich keinen Plan. Das Schloss ist das Einzige, was mich aufhaltet. Das Schloss ist das Einzige, was mich wirklich aufhaltet. Gut, das ist der Blumentopf, das weiß ich. Und hier fehlt der Taster. Nur wie soll ich das Schloss aufkriegen? Das ist das, was ich mich frage. Mit Eiswürfeln geht's nicht. Mit Tassen geht's auch nicht. Ja, Freunde, ich glaube, da brauchen wir das erste Mal einen Tipp. Weil mit der Taschenlampe geht's mit dem Blumentopf nicht. Mit der Tee geht's da nicht. Eiswürfel geht da auch nicht. Und ich habe aber keinen Taster. Gut, das muss mir dann einmal gesagt werden. So, dann gebe ich die Eiswürfel da rein. Dann habe ich Wasser. Natürlich. So schnell wächst das, ne? Ideal, um Geschirr aufzuhängen. Na gut. So, das ist die zerbrochene Tasse. Da brauche ich einen Superkleber. So, den haben wir ja. So, dann haben wir die Objekte. Da gehen wir daher. Ui. Und dann haben wir die Autoschlüssel.